Danke, Hans-Werner Fittkau. Ja, die personelle Erneuerung der SPD schreitet sichtlich und erkennbar fort. Lars Klingbeil als neuer Generalsekretär so gut wie sicher wird jetzt noch die eine und andere Frage von Delegierten hier beantworten. Und in einem anderen Bereich ist das Ganze gestern schon erfolgt, als es nämlich um die Vizevorsitzenden der SPD gegangen ist. Und eine der neuen Vizevorsitzenden ist Natascha Kohnen, die jetzt bei uns ist. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Frau Kohnen, 80,1%. Das ist ziemlich viel für die erste Wahl. Ja, habe ich mich auch sehr darüber gefreut. Und ich habe mich natürlich vor allen Dingen auch über den Respekt gegenüber Bayern gefreut, dass man auch wahrnimmt und sagt, Bayern, dort leben viele Menschen. Und es ist wichtig, dass da auch eine starke Stimme in Berlin sein kann. Nehme ich direkt mal auf. Sie sagen, es leben viele Menschen in Bayern, aber es haben nicht sehr viele SPD gewählt bei der letzten Bundestagswahl, nämlich mal gerade 15,3%. Und in den neuesten Umfragen ist es nicht viel besser geworden für Bayern. Sie haben dieses Jahr die Landtagswahl. Was muss die SPD insbesondere in Bayern machen, um wieder auf einen Stand zu kommen, mit dem sie einigermaßen zufrieden sein können? Nee, nicht nur die Bayern-SPD, sondern auch die SPD im Bund. Wir müssen insgesamt wieder sehr, sehr viel deutlicher werden, erkennbarer in unserem sozialen Profil. Und da reicht eben kein Gerechtigkeitsbegriff. Das ist viel, viel zu theoretisch. Dann sagen Sie doch mal konkret, wie Sie es angehen würden. Ja, wir haben in Bayern sehr, sehr starke Herausforderungen, insbesondere im Bereich bezahlbares Wohnen. Das heißt, können sich die Menschen eigentlich ihr Dach über dem Kopf noch leisten? Und da ist die Erwartung an die SPD. Das heißt, wir diskutieren im Moment über Wohnbaugesellschaften, aber eben auch über eine Bodenpreisbremse, weil es kann nicht sein, dass die Spirale des Bodenpreises immer weiter nach oben geht. Es gab die Mietpreisbremse in der letzten Legislaturperiode. Das scheint, wenn ich Ihnen folge, nicht ein richtig probates Mittel zu sein, um beispielsweise in München was zu verändern. Naja, doch. Die Mietpreisbremse wurde ja in dieser großen Koalition, die jetzt abgewählt wurde, sag ich mal, sehr weich gespült. Wir brauchen eine scharfe Mietpreisbremse und wir brauchen einen funktionierenden Mietspiegel. Das sind zwei Instrumente, die kann man sehr, sehr gut anwenden, aber man muss sie in voller Wucht anwenden. Jetzt kennen wir Sie noch nicht so gut, weil Sie überwiegend in Bayern aktiv gewesen sind. Helfen Sie uns ein wenig zu verstehen, wo Sie stehen im Spektrum der SPD und wo Sie sich da positionieren. Na, ich halte wenig von irgendwelchen Schubladen links, rechts, oben, unten. Ich sage Ihnen ganz einfach, ich stehe hinter den sozialdemokratischen Werten, die mir echt wichtig sind. Im Prinzip, dass jeder eine Chance hat in unserer Gesellschaft und dass man denjenigen einfach hilft, die sich nicht selbst helfen können. Das ist, glaube ich, auch die Aufgabe der SPD. Und da können Sie mich verorten, aber richtig fest. Jetzt ist das ja nichts Verwerfliches, ob man sagt, man neigt eher dem konservativen SPD-Flügel zu oder man neigt eher dem linken SPD-Flügel zu. Das ist ja nun, das Spektrum ist ja da. Und das macht ja eine Volkspartei, die Sie sein wollen, ja durchaus aus. Also frage ich trotzdem nochmal nach, wo ungefähr in diesem Bereich, der völlig ehrenhaft ist, wo sind Sie da? Ja, da dürfen Sie mich definitiv eher, wenn Sie so fragen, in einer linken Volkspartei verorten, so wie auch meinen Landesverband. Wir sind sehr, sehr klar orientiert, eben auch bei Themen, die vielleicht bundesweit eher umstritten sind. Ich sage mal zum Beispiel, wie ist Waffenhandel zu organisieren, wie ist Freihandel zu organisieren, dass wir den Menschen eben zum Beispiel in Afrika nicht ihre Lebensgrundlage entziehen. Und schon sind wir bei dem nächsten Punkt, der mit Positionierung zu tun hat. Wir blicken zurück auf die gestrige Debatte. Wo sind Sie da verortet? Einige Stellvertreter haben klar sich bekannt, dass sie eher einer Minderheitsregierung folgen oder das präferieren würden. Stefan Weil, beispielsweise Ministerpräsident in Niedersachsen, sagt, nee, große Koalition wäre eigentlich besser, weil stabiler. Was ist Ihre Position? Meine Position ist, ich bin kein Freund der Großen Koalition, weil ich der Überzeugung bin, auch durch meine Regierungspartei in Bayern, die ja immer die Große Koalition ordentlich beschossen hat, dass dieses Modell eigentlich ausgedient hat, weil die inhaltlichen Gemeinsamkeiten am Ende waren im Sommer. Und jetzt muss man sich aber trotzdem an den Tisch setzen, seine eigenen Inhalte auf den Tisch legen und sagen, so, was hat mein Gegenüber mir zu geben? Aber wir müssen uns auch anderen Modellen als der Großen Koalition öffnen. Und da finde ich eine Minderheitsregierung bzw. Projekte, die man miteinander vereinbart, durchaus attraktiv. Würden aber unter Umständen, wenn genug SPD drin wäre, einer Großen Koalition durchaus noch zustimmen, entnehme ich dem? Oder ist da zu viel jetzt reininterpretiert? Da ist jetzt zu viel reininterpretiert, weil ich glaube, wir sind als SPD sehr, sehr gut beraten, wenn wir jetzt schrittweise vorgehen, sehr, sehr nachvollziehbar für die Menschen und zwar über die Inhalte. Wenn es sich tatsächlich zeigen sollte, dass die Union so sozialdemokratisch würde, dann müsste man weitergucken. Aber ich sage immer Schritt für Schritt für Schritt.
Wir haben es eben schon mal am Anfang ein bisschen angesprochen. Hier ist viel von Erneuerung die Rede. Wir haben gerade die Vorstellungsrede von Lars Klingbeil, dem mutmaßlich zukünftigen Generalsekretär, gehört. Er hat gesagt, die Menschen warten auf eine selbstbewusste SPD. Warum ist die SPD so unselbstbewusst in diesen Zeiten? Ich bin gestern hier auch in einem Redebeitrag raus und habe zum Selbstbewusstsein aufgerufen, weil wir dürfen Selbstbewusstsein, ich behaupte sogar, wir müssen es. Wir müssen wieder eine Haltung herbringen und wir müssen eine Geradlinigkeit. In den letzten Jahren haben wir manche Entscheidungen, sind wir hin und her, das geht nicht, sondern wir brauchen eine überzeugende Haltung und dann funktioniert das auch. Warum war die nicht da, die Haltung? Warum war das Selbstbewusstsein nicht da? Ich glaube, dass man in der Großen Koalition zu oft geguckt hat von Seiten der SPD, können wir das jetzt machen? Müssen wir da nicht einen Kompromiss machen? Da müssen wir unsere Meinung doch noch ein bisschen verändern. Also das geht so nicht. Und das muss jetzt auch klar sein, wenn wir in die Zukunft diskutieren. Abschließend, hat es an Führung gefehlt? Und ist die Führung jetzt da? Oder erwarten Sie auch von der Parteispitze, der Sie ja jetzt angehören, mehr Ansagen in Anführungszeichen auch in die Partei hinein? Es müssen keine Ansagen sozusagen von oben nach unten sein, sondern es muss eine klare Haltung sein. Und da will ich, und das habe ich auch deutlich gemacht, ich bin ein sehr direkter Mensch, ich bin sehr streitbar. Und ich will, dass wir ganz offen miteinander ausdiskutieren, wo wir eigentlich hinwollen. Und am Schluss muss diese Offenheit aber auch für die Partei nachvollziehbar sein. Also da darf keine Barriere zwischen Partei und Führung sein. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Natascha Kohnen, vielen Dank für Ihre ersten Einblick in Ihre Position. Das, glaube ich, da kam der Versprecher jetzt her. Und wir werden beobachten, wie Sie sich da schlagen. Wir sind gespannt auf weitere Gespräche für heute. Vielen Dank. Und wir, meine Damen und Herren, schauen in den Saal zu Sven Thomsen bei den Delegierten. Ja, danke schön, Erhard Schärfer. Lars Klingbeil, der designierte Generalsekretär, hat ja eben gesagt, die SPD sei die Partei, die sich um die Zukunft kümmere. Und er hat auch gesagt, es gäbe ganz unterschiedliche Ergebnisse in den Bundesländern. In einigen Bundesländern ist die SPD noch sehr stark, in anderen überhaupt nicht. Da drohen ganze Landstriche verloren zu geben. Und in einem solcher Bundesländer sind wir jetzt beim Landesverband in Sachsen-Anhalt. Neben mir steht Katja Pehle, die stellvertretende Vorsitzende dieses Landesverbandes. Das ist der zweitkleinste, wenn ich richtig nachgesehen habe, innerhalb der SPD. Sie sind bei der letzten Landtagswahl auf Platz 4 gelandet mit 14,3%. Die CDU, die AfD und auch die Linken weit vor Ihnen. Wo drückt denn der Schuh bei Ihnen am meisten? Wir haben also mit verschiedenen Problemen zu kämpfen. Ein Problem ist insgesamt, in allen ostdeutschen Bundesländern ist die Bereitschaft, in eine Partei einzutreten, relativ gering. Da wirken die Erfahrungen aus DDR-Zeiten leider immer noch ein Stück nach. Wir müssen auch den Menschen noch näher bringen, warum es wichtig ist, sich tatsächlich auch in einer Partei zu engagieren und nicht nur in Bürgerinitiativen oder in kleineren lokalen Gruppen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und ja, wir müssen, obwohl wir jetzt nur noch mit 11 Abgeordneten im Landtag vertreten sein, rausgehen und auch zuhören, was die Leute bewegt, um dann auch beispielsweise im Landtag daraus Anträge und Gesetze zu machen. Mal jenseits der Mitgliederzahlen gibt es ja auch Wähler, die Sie wählen. Und da sind Sie, wie gesagt, auf Platz 4 gelandet, die anderen doch recht weit vor Ihnen, Sie mit 14,3%. Im Osten kennt man das ja, dass die SPD schlechte Ergebnisse einfährt. Es ist ein schlechtes. Woran liegt das, dass die Wähler doch ganz offensichtlich anderen Parteien mehr zutrauen? Ich würde jetzt mal sagen, beispielsweise der AfD, die wird auch von Arbeitern gewählt, die früher die SPD gewählt haben. Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Ich würde sagen, das hat mehrere Gründe. Die Landtagswahl 2016 in Sachsen-Anhalt war noch relativ stark am Jahr 2015 dran, als viele Menschen nach Deutschland gekommen sind. Und wahrscheinlich waren die Antworten, die wir auf diese Situation gegeben haben, nicht ausreichend. Wir haben gesagt, Integration, auch das schaffen wir, aber wir haben nicht gesagt, wie. Das ist ein großer, großer Fehler gewesen. Das heißt, wir müssen klarer machen, wofür wir stehen, was wir wollen und wie wir das erreichen können. Und dann können wir auch Wählerinnen und Wähler auf wieder überzeugen. Und das ist die große Aufgabe. Macht es Ihnen Sorgen, dass die SPD in Ihrem Landesverband aber generell auch nicht mehr so wahrgenommen wird als die Partei der Arbeitnehmerschaft, die sie traditionell ja immer gewesen ist? Natürlich macht es Sorge. Es wäre falsch zu sagen, das steckt man einfach so weg. Aber Sorge oder Angst nützt nichts, sondern man muss sich dann nach vorne entwickeln und muss neue Wege finden, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wieder zurückzugewinnen. Und das werden wir auch tun. Können Sie sagen, welche das aus Ihrer Sicht sein können? Martin Schulz hat ja schon ein paar Dinge gestern angesprochen. Sozialeres Arbeiten, wieder Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit. Das sind einzelne Punkte. Was denken Sie, wo muss der Weg hingehen in Sachen Arbeit für die Menschen hier in Deutschland?
Ich glaube, genau solche Punkte wie garantiertes Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit ist ein wichtiger Punkt, gerade für Frauen, die in der Familienphase stark zurückstecken. Aber wir müssen auch umgehen mit den Entwicklungen, die durch die Digitalisierung auf uns zukommen. Wir müssen klare Rahmenbedingungen für digitales Arbeiten schaffen. Wir haben eine große Gruppe von Selbstständigen, die quasi auf Hungerlohnniveau arbeiten und sich selbst ausbeuten. Und hier brauchen wir klare Regeln und müssen sagen, auch diesen Bereich nehmen wir in den Blick. Wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen in Pflege und in der Erziehung von Kindern. All diese Sachen stehen vor uns und wir werden darauf auch Antworten geben müssen. Glauben Sie oder wie lange glauben Sie, wird es dauern, bis die SPD im Osten, auch in Ihrem Bundesland in Sachsen-Anhalt, wieder Fortschritte erzielt, die nennenswert sind und den Anspruch erfüllen, eine Volkspartei zu sein, eben auch entsprechende Wählergruppen anzusprechen? Also das Ergebnis der Bundestagswahl in Sachsen-Anhalt war schon besser als das bei der Landtagswahl. Mit anderen Worten, wir haben auch in Sachsen-Anhalt gezeigt, dass wir mehr Politik machen für die Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, wir werden uns schrittweise nach oben bewegen. Man kann nicht erwarten, dass morgen schon alles anders ist. Aber da bleiben wir dran und da bin ich wirklich optimistisch. Sagt Katja Pehle, die stellvertretende Landesvorsitzende in Sachsen-Anhalt. Sie wird jetzt auch noch wählen. Lars Klingbeil mutmaßlich und wir geben jetzt erstmal wieder zurück ans Set zu Hans-Werner Fittgau.